Um die geballte Kraft von Tu was, dann tut sich was und die damit verbundene Menschlichkeit hautnah zu spüren, startet in der Gemeinde Schönau eine Presseinforeise mit Projekt Nummer 1, der Aktion Mittagstisch. Es war uns wichtig, dass zweimal im Monat Menschen, die sonst eigentlich alleine sind, einsam sind, sich treffen und gemeinsam miteinander essen. Essen ist eine hohe Sache der Kultur. Und wer keine Fahrgelegenheit hat, nicht selber fahren kann, wird abgeholt. Das wird organisiert von unserer Arbeitsgruppe. Dank Projekt Nummer 2, dem Treiber auf der Alm und ausgewiesenen Treiberhaltestellen, kommen auch Autostopper überall hin. Das System direkt funktioniert so, man tut das Schütterer auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs rechts auf mit Saugnäpfen oder an der Sonnenblende mit Klebegleitstreifen. Und der Autostopper weiß sofort, da ist ein Auto, wer mitnehmen will. Beim Reitpark Stöttner wird ein Projekt speziell für Kinder vorgestellt. Spielerische Freizeitgestaltung mit dem Partner Pferd. Das sind ja die Gruppen, wo wir mit den Kleinen anfangen, einfach den Kontakt zu den Pferden zu machen. Das ist die Gruppe Kreativität, die Gruppe dann Voltigieren. Ganz wichtig für die Kinder, Körperbewusstsein zu entwickeln. Dann haben wir Spiele mit Pferden. Das ist immer recht lustig, wenn man am Pferd dann verschiedene Spiele macht, einen Ball hinein zu befördern, durch Hindernisse zu gehen und dann natürlich alles rund ums Pferd. Alles rund ums Lesen dreht sich beim Projekt Vorleserinnen und Vorleser für daheim zu buchen. Die Kinder, die Schulkinder gehen zu den Nachbarinnen und Nachbarn oder Bekannten, fragen um einen Termin, ob sie etwas vorlesen dürfen. Die freuen sich natürlich und kommen dann am vereinbarten Termin dann wirklich ins Haus mit einer vorbereiteten Geschichte. Und ja, die lesen dann eben den Erwachsenen, den älteren Herrschaften vor und werden dann ein bisschen befragt über die Geschichte und natürlich auch bewirtet und belohnt eben durch Süßigkeiten und Getränke. Was lernen die Kinder durch diese Aktion? Ja, durch die Kinder lernen natürlich einmal Selbstbewusstsein aufzubauen, dann mit den anderen sozial umzugehen. Das Tabu jung und alt wird eigentlich da aufgebrochen, denn sie haben keine Scheu mehr, auch zu älteren Herrschaften zu gehen, auch die man nicht so gut kennt. Und sie kriegen einfach so ein tolles Selbstbewusstsein, das fürs Leben sicher prägend ist. Begonnen hat alles mit der Vision des Theologen und Philosophen Dr. Clemens Zetmark. Wir sind sehr begeistert von dem, was sich hier in der Mühlviertelalm schon getan hat. Schauen uns vor allem an, wie viele Leute sind involviert. Schauen uns an, was ist das Problem, auf das das Projekt versucht, eine Antwort zu geben. Schauen uns an, was vom Projekt bleibt. Und wir stehen ja hier da vor der Buchbar. Und das ist sicher etwas, was bleibt, was einen neuen, pfiffigen Impuls für die Region setzt. Es ist ja so, dass die Buchbar rund um die Uhr geöffnet ist. Und es ist ja auch so gedacht, dass die Leute am Abend, wenn also keine Bücherei und keine Buchhandlung mehr offen hat, dass die da herkommen, dass sie sich hersetzen. Es ist ein Sitzpolsterl drinnen und dass man sie da einfach ein paar gemütliche Stunden vielleicht macht. Ein abenteuerliches Lesen im Freien, so wäre es gedacht. Und weil all das viel Sinn macht, erhält die Region Mühlviertler Alm Unterstützung von 7 Sinnstiftungen. Unsere Idee ist, dass privates Vermögen soziale Verantwortung hat und dass wir dieses Vermögen über Stiftungen aktivieren können. Dass es hier nicht nur um eine Vermögensbewahrung geht, sondern auch um eine Vermögensaktivierung für soziale Entwicklung, Aktivitäten, die Gesellschaft auch stärker machen, Zusammenhalt stärken. Helle Köpfe, beherzte Menschen und tolle Ideen sind der Grundstein zu mehr Lebensglück. Und daraufhin hat der Professor Zetmark erklärt, was ist eigentlich Glück. Und das hat uns so fasziniert, dass wir gesagt haben, mit dem wollen wir mehr reden. Wir wollen uns anhören, was er noch so in seinen Schubladen drinnen hat. Dann haben wir uns getroffen im Café Fürst in Salzburg und haben ihn gefragt, ob er nicht eine Idee hätte, die wir als Sinnstifter, mit meiner Stiftung auch dazugehören, ob wir nicht ein gemeinsames Projekt ausarbeiten können. Wir können aber durchaus auch Indikatoren und Maßzahlen heranführen, die zeigen, dass das Geld, dass die Motivation, das Engagement, auch das Ehrenamtliche hier zu mehr Glück und Zufriedenheit geführt hat. Ich glaube, das Tu-was-Projekt ist ein i-Tupfen drauf, das noch den letzten Anstoß gibt, jetzt neue Wege zu beschreiten, neue Initiativen zu erreichen. Und wir sind sehr, sehr stolz drauf, dass die Sinnstifter die Mühlviertelalm ausgewählt haben, dieses Projekt durchzuführen.
Auf der Mühlviertler Alm ist die Zeit der Ernte gekommen. So auch beim Projekt Milan, wo Konsumenten eingeladen sind, mitzubestimmen, mitzuarbeiten und mitzufeiern. Das ist das Schöne. Es entsteht dabei wirklich ein Gemeinschaftsgefühl und die Menschen und wir alle zusammen lernen voneinander. Wir tauschen Rezepte aus, wir tauschen Ideen aus, wir tauschen uns über den Garten aus, wir tauschen Pflanzen aus. Und die Gemeinschaft ist am Wachsen und die Freude ist auch am Wachsen von dem Ganzen und oft auch begleitet von musikalischen Abenden und so weiter. Also alles in allem ist es ein sehr lebendiges Projekt. Dank Projektinitiatorin Romana Buchberger wird danach gekocht wie anno dazumal und altbewährte Rezepte der Region für immer bewahrt. 7 Projektideen und 7 Sinnstiftungen haben erreicht, dass die Menschen näher zusammenkommen und gemeinsam etwas für andere tun. Das macht die Lebensregion Mühlviertler Alm zum Ursprung der Lebensfreude. Musik.